Hallo und herzlich willkommen in deinem Lebeglücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Ich grüße dich ganz herzlich, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich mit dir über das Lichtvolle in dir sprechen. Und Licht ist Leben. Licht ist das, was wir aufnehmen, wenn wir essen, zumindest sollten wir das tun. Und Licht hält uns gesund. Unsere Zellen kommunizieren über das Licht untereinander. Und all diese Dinge und vielleicht noch ein bisschen mehr möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir besprechen. Und zwar reden wir über Licht im Allgemeinen, aber wir reden auch darüber, dass Licht einer der ganz wichtigen Bausteine des Lebens ist. Die Zellen des menschlichen Körpers nehmen nicht nur Licht auf, sie geben auch Licht wieder ab. Die schwachen Lichtreize werden von den Zellen genutzt, um untereinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Man hat sogar herausgefunden, dass die Zellen Informationen aus dem uns umgebenden göttlichen Informationsfeld aufnehmen, eben über das Licht. Und das ist mega, mega spannend. Das Licht entsteht bei den Zellen selbst durch den Zellkern, der bei der Zellteilung UV-Strahlen mit spezieller Frequenz aussendet. In achtsamer spiritueller Arbeit spielt das Licht ebenfalls eine ganz herausragende Rolle und wir bezeichnen es so als das göttliche Licht, was aus einem Menschen herausleuchtet. Manche Menschen leuchten förmlich. Je spiritueller wir uns ausrichten, umso mehr scheinen wir zu leuchten. Menschen, die positive, liebevolle Gedanken haben, die leuchten aus sich heraus. Und den Unterschied kennen wir auch, ne? Wenn Menschen uns so grimmig entgegenkommen mit runterhängenden Mundwinkeln, dann sehen wir, wie deren Gedanken wohl so überwiegend aussehen. Und wenn auch du Lust hast, ein strahlendes, leuchtendes Wesen zu sein, dann übe dich in lichtvollen Gedanken. Das ist absolut wichtig. Denn in allen Kulturen spielt das Licht eine unglaubliche Rolle, wird mit Spiritualität und dem Erwachen und dem Erleuchtungsprozess in Verbindung gebracht. Auch hier das Thema Erleuchtung hat natürlich auch wieder das Licht in sich. Wir sprechen auch vom Lichtkörper, vom Lichtsystem, vom Lichtkörperprozess, in dem wir uns alle befinden. Und das Energiefeld wird durch das kraftvolle Licht des Universums gespeist, was auch als Qi oder auch als Prana bekannt ist. Der Physiker Fritz Alfred Popp entdeckte dieses ganz besondere Licht, die Biophotonen, die heute in der Quantenphysik eine große Rolle spielen oder auch dieser zugeordnet werden. Es geht hier um die Lichtteilchen, und die in der Wissenschaft als reine Information bekannt sind. Es wird vermutet, dass das gesamte materielle Universum aus reinen Informationen besteht oder auf reinen Informationen basiert, die wiederum mit dem Licht verbunden sind. Alfred Popp konnte schon im Jahr 75 nachweisen, dass Zellen, also dass lebende Zellen ein leuchtendes Licht nachzuweisen ist. Und das war halt unglaublich spannend, denn das war vorher noch nicht so bekannt. Und das hat sogar die, wie heißt diese Medizin nochmal, weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, das ist die Molekularbiologie. Genau. Ziemlich durcheinander gebracht, weil da war bisher so der Glaube, dass alles ein reines Zufall und ziemlich chaotisch angeordnet ist und dass das Durcheinander innerhalb der Zellen und mit der Zellbildung eher dem Zufall sozusagen zuzuordnen zu sei. Und durch diese Lichtthematik, durch das Entdecken der Kommunikation der Zellen untereinander über Licht, wurde überhaupt das Entstehen des Lebens und die Informationsübertragung deutlich besser verstanden. Und deswegen finde ich das so wichtig, denn er hat nicht nur das Leuchten in den Zellen nachgewiesen und dass Signale eben ausgesendet werden und empfangen werden, sondern Popp hat auch herausgefunden, dass Lebensmittel Lichtinformationen enthalten und dass der Mensch sich schlussendlich über Lebensmittel
durch, also auch von Licht ernährt und auch diese Informationen aufnimmt. Er hat sogar dem Menschen den Namen Lichtsäuger gegeben. Ja, und er hat einfach noch ziemlich viele spannende Forschungen gehalten, wie zum Beispiel, dass Freilandhühner die Lichtspeicherung in den Eiern verdoppeln konnten, innerhalb von ganz kurzer Zeit, im Gegensatz zu Hühnern, die in Käfighaltung leben. Es ist also wichtig, warum spreche ich das Ganze an? Es ist also wichtig, dass wir gute Nahrung essen. Dein Papa hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel Lebensmittel, die nicht mehr so frisch sind, letztendlich auch wenig Licht beinhalten. Ja, wir erkennen das natürlich schon, so schrumpelig werden von Gemüse. Aber wichtig ist eben, es ist nicht nur schrumpelig, sondern es verliert eben auch sein Licht und damit auch die Möglichkeit, uns zu informieren. Wichtig ist, dass wir gute Nahrung essen. Essen sollte lebendig sein. Essen sollte lichtgereift sein. Also zumindest Lebensmittel, ja, wie Gemüse, Obst. Das ist einfach total wichtig, dass ein gutes Wachstum stattgefunden hat und nicht einfach irgendwo gezüchtet und im Gewächshaus noch nachgereift, billig, ja, sondern möglichst regionale Dinge einkaufen und einfach auf eine bewusste Ernährung achten. Und vielleicht ist das ein Gedanke für dich, dass du nicht nur gutes Essen essen möchtest, sondern eben dir auch Licht und somit auch göttliche Informationen zufügen möchtest und damit eben auch deine eigenen Körperzellen deutlich aktiver und vitaler halten kannst. Was natürlich schon auch wichtig ist, sind liebevolle, lichtvolle Gedanken. Auch diese solltest du dir gönnen, weil auch das ist nachweislich, dass die Zellen dann einfach deutlich lichtvoller schwingen und unser ganzer Körper ein erhöhtes Wohlbefinden empfindet und eben auch lichtvoll ausstrahlt. Was ich total schön finde, ist, ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, aber ich kann Energie spüren. Und ich weiß, dass wenn wir selbst lichtvoll sind, können wir diese Energie auch noch viel deutlicher spüren und Energien eben auch lenken. Das heißt, wir können freie Energie lenken, wir können freie Energie nutzen. Und wir können die Informationen der göttlichen Ebene abrufen und eben auch diese einsetzen, um unsere Lebenssituation positiv zu lenken. Und das machen wir ganz häufig, wenn wir im spirituellen Bereich unterwegs sind, indem wir uns eben bewusst ausrichten. Heute wollte ich einfach auch mal die körperliche Ebene noch mit dazu nehmen, in diesem Falle über das Thema Zellen und Nahrung. Ja, natürlich gehört dazu auch Bewegung an der frischen Luft. Gerade jetzt, wo wir etwas weniger Licht zur Verfügung haben, schaut, dass ihr nach draußen kommt. Und Bewegung ist einfach mega wichtig für den Körper, Sauerstoff und eben dieses Tageslicht. Ja. Und auch wenn es mal ein bisschen kalt ist und vielleicht unangenehmes Wetter, guckt, dass ihr euch warm anzieht und rausgeht. Ihr braucht das Licht. Wir sind alle Lichtwesen. Ja, und in diesem Sinne sollte das auch ein spiritueller Impuls sein für unseren Lebe glücklich Podcast. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren und wünsche dir wunderschöne Weihnachten, ganz traumhaft schöne Weihnachten und liebevolles Miteinander mit deinen Lieben. Und solltest du den Podcast hören, wenn Weihnachten schon vorbei ist, dann hoffe ich, du hattest eine schöne Zeit und genieß einfach noch den letzten Rest von diesem Jahr. Bis zum nächsten Mal, deine Linda.